Willkommen zum Sport bei FAN Television am Freitagabend. Meine beiden Gäste heute, Jennifer Dabré und Vanessa Scherzat, schön, dass ihr da seid. Das hat auch einen ganz speziellen Grund, denn ihr macht Cheerleading. Ihr seid beim ersten hannoverschen Cheerleading-Verein und am Wochenende sind die deutschen Meisterschaften in Bremen. Ihr seid natürlich auch dabei. Jennifer, Vorfreude, Anspannung, bisschen Schiss, dass vielleicht was daneben gehen könnte. Wie sieht es jetzt aus, kurz davor? Also Schiss, dass was daneben gehen könnte, habe ich im Team überhaupt nicht. Wir sind gestern super durchs Training gekommen, mussten noch ein bisschen was ändern, aber das war gestern wie ausradiert. Also die sind wirklich gut vorbereitet. Ich habe ein bisschen Schiss, weil ich muss natürlich auch alles mitnehmen, Pässe und die Schilder und darf nichts vergessen. Da habe ich immer am meisten Angst vor. Wie sieht das bei dir aus? Du bist mit 17 Jahren noch relativ jung. Ein bisschen Nervenflattern oder auch ganz ruhig? Ja, also es geht. Also vor der Meisterschaft, also es ist eigentlich immer entspannter bei mir, aber wenn jetzt zum Beispiel unser Name aufgerufen wird, dann kriege ich manchmal, ja, dann bin ich manchmal ganz schön aufgeregt und denke dann so, oh mein Gott, nee. Aber es geht, ja. Wir schnacken gleich weiter. Wir wollen nämlich einmal noch auf gestern Abend gucken. Denn was Hannover 96 da gezeigt hat, das war schon richtig stark. Das 4-0 gegen Lüttich, so richtig gerechnet hat damit eigentlich keiner. Und auch die Lüttich-Fans am Anfang nicht, die haben noch ordentlich Stimmung gemacht. Nach 20 Minuten, als es dann 2-0 stand, wurde es erst ruhig. Und dann haben sie mit Bierbechern geworfen, Feuerwerkskörper angezündet, also sich ordentlich daneben benommen. Die Tore, die erzählten Pinto, Abdelaue und zweimal Kanu. Der spielt allerdings nicht für Hannover, sondern für Lüttich und hat einfach mal ins eigene Tor zweimal getroffen. Und der Gegner, der wurde jetzt am Nachmittag in Nyon ausgelost und es geht gegen Atletico Madrid. Ja, wir wünschen natürlich viel Erfolg. Das Hinspiel, das ist am 29. März und bereits eine Woche später, am 5. April, ist dann das Rückspiel. Und dann wissen wir, ob es Hannover 96 vielleicht sogar bis ins Halbfinale schafft. Von den Rothosen etwas weiter in Norden zu Werder Bremen. Denn da ist die spannende Frage, wer stürmt am Samstag beim schweren Auswärtsspiel in Dortmund? Denn Claudio Pizarro, der muss ja zweimal aussetzen oder muss zuschauen. Arnautovic und Aftic, die sind verletzt. Und nun könnte es Niklas Füllkrug treffen. Der ist erst 19 Jahre alt und der soll nun die Übermacht der Dortmunder brechen. Die haben nämlich seit 19 Spielen nicht mehr verloren. Dass Niklas Füllkrug allerdings ein richtiger Torjäger ist, das hat er bereits einmal in der F-Jugend bewiesen. Da traf er nämlich für den TuS Ricklingen ganze 162 Mal in einer einzigen Saison. Noch ein paar Daten zu Werder Bremen, eigentlich ganz interessant. Im Durchschnitt kostet eine Karte 30 Euro. 12 Heimspiele hatten die Werderaner bisher, 25 Tore erzielt. Das heißt, pro Tor zahlt der Zuschauer 14,40 €. Das bedeutet in der Bundesliga Platz 5. Bei Hannover 96 sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Da kostet die Karte im Durchschnitt 29,50 €. 12 Heimspiele gab es, leider nur 21 Tore. 16,86 €, Platz 8. Platz 1 ist übrigens Bayern München, da zahlt man pro Tor nur 12,09 €. In Kaiserslautern sieht das Ganze etwas anders aus, da zahlt man fast 45 € pro geschossenes Tor. Nun aber zum Cheerleading und zu Samstag. 20 Teams haben sich insgesamt qualifiziert. Wie sieht dieser Qualifikationsmodus aus? Also jeder Landesmeister, der gewinnt in seinem Land, darf zur deutschen Meisterschaft fahren und es wird aber aufgestockt. Das heißt, es fahren alle Bundesländer und bis zur 20 dann die punktbesten Teams. Ihr seid letztes Jahr, Vanessa, 13. geworden bei den deutschen Meisterschaften. Ja. Was ist das Ziel in diesem Jahr? Dass wir auf jeden Fall in die Top 10 kommen, also die 10 besten halt dann werden. Wäre das dann schon eine Sensation? Also es treten ja alle 20 Teams an und die besten 5 dann nochmal ins richtige Finale. Ja, besteht da denn die Möglichkeit, dass ihr es sogar bis unter die Top 5 schafft, wenn es richtig gut läuft alles? Also ich denke, das ist immer ein bisschen zu schwierig zu sagen. Wenn es bei uns richtig gut läuft und bei den anderen sehr schlecht läuft, was man nicht hofft, das möchte man ja nicht, könnte es gut sein, dass wir auch ins Finale kommen. Ich denke es eher nicht. Ich habe die Videos gesehen von den Landesmeisterschaften und auch die Teams, die vor uns sind, gesehen.
Und die Top 10 sind realistisch, Top 5 wäre eher die Freude, nur weil die anderen nicht so gut waren. Und das ist ja auch nicht so schön. Wir haben euch ja auch beim Training begleitet. Da haben wir auch ein paar Bilder vorbereitet, die man hier sieht. Wie oft trainiert ihr, Vanessa? Ja, vor der Meisterschaft 3-mal in der Woche. Okay. Wer überlegt sich denn eigentlich die Choreografie? Jennifer, bist du das? Weil du bist ja nicht nur, machst nicht nur mit, sondern bist gleichzeitig auch Trainerin. Also ich trainiere die ja mit meiner Schwester zusammen und wir denken die uns zusammen aus, die Choreografie. Wo kommen da die Ideen her? Also viel vom Internet, auch von YouTube, was jetzt Amerika ist einfach immer noch der Vorreiter in dem Sporn. Und da schauen wir uns das immer ein bisschen an. Und es kommt aber auch viel spontan. Im Training, da sagt einer mal, ach Mensch, können wir das nicht andersrum machen? Oder können wir da nicht mal mit einer Drehung hochgehen oder mit einer Drehung runter? Also es kommt auch viel von den Mädels. Vanessa, wie viel Portion Vertrauen muss man haben? Wir sehen es hier, diese Fall, solche Fallsachen, das ist schon... 100% auf jeden Fall. Also du musst deinen Bases, also die unten stehen, alle vertrauen und halt auch dein Flyer, die da oben stehen. Seid ihr denn auch sonst privat dann auch miteinander befreundet? Ja, auf jeden Fall. Also wir machen viel zusammen und ja, man kann immer was mit denen machen. Und es ist halt immer auch wieder, also wenn man was zusammen macht, ist es immer halt wieder lustig, was mit denen zu machen. Und es macht Spaß, ja. Jetzt gibt es ja, Cheerleading ist ja nicht mehr dieses, ich wackel nur mit diesen Dingern rum, sondern es ist viel, viel mehr. Bei euch, ihr tretet an Senior All Girls, 15 Mädels. Seid ihr auch 15 immer beim Training oder sind es dann doch ein paar mehr und dann einige sagen, okay? Also wir sind auf jeden Fall mehr. Es ist halt, man muss komplett da sein. Wir trainieren, wie gesagt, 3-mal die Woche und man muss auch immer da sein, weil wenn in einer Pyramide einer fehlt, dann fehlt einer und dann kann man diese nicht üben. Das ist halt einfach so. Und schwer ersetzbar ist es auch. Klar haben wir immer so Springer auch dabei, die das mal machen, aber jeder wirft anders, jeder hat ein bisschen mehr Kraft, ein bisschen weniger Kraft. Und wir sind manchmal beim Training auch 25, davon halt die 15, die wirklich dabei sind, die es auch können. Manche haben eine Ausbildung, wo sie alle 2 Wochen halt nicht zum Training kommen können, weil sie arbeiten müssen, weil sie zum Lehrgang müssen. Und das geht dann leider in einem Teamsport nicht. Wir sprechen gleich weiter. Wir machen eine ganz kurze Pause und danach geht's weiter mit dem Cheerleading. Es gibt Sneaker, Boots, Stiefel, Halbschuhe, Pumps, Ballerinas, Cityschuhe, Glocks, Hausschuhe, Gummistiefel, Freizeitschuhe, Sandalen, Slipper, Stiefeletten, Arbeitsschuhe, Business-Schuhe. Aber nicht in Ihrer Größe? Dann kommen Sie zu Schuh Plus, eines der größten Versandhäuser Europas für Schuhe in Übergrößen. Ob Damenschuhe von 42 bis 47 oder Herrenschuhe von 46 bis 55. Entdecken Sie die Vielfalt in unserem Webshop auf www.schuhplus.com oder besuchen Sie unser Spezialgeschäft für Schuhe in Übergrößen in Dörfherden. Schuh Plus, einfach große Schuhe. Willkommen zurück beim Sport auf FRN Television. Immer noch mit Vanessa und immer noch mit Jennifer. Am Samstag sind die Cheerleading-Meisterschaften in Bremen. Wie sieht das aus? Ihr seid viele Mädels. Was ist mit den Herren der Schöpfung? Habt ihr welche? Oder gibt es immer noch so dieses Klischee-Denken, ein Mann macht kein Cheerleading? Also das Klischee-Denken ist immer noch da. Ja. Also Männer machen kein Cheerleading, die gehören da irgendwie nicht rein. Wir haben im Moment 2. Die mitmachen, die da auch total aktiv sind und es auch Spaß macht. Man hat es ja gesehen, es ist halt, einer trägt dann auch nur ein Mädchen und da gehört halt einfach auch viel Kraft und Training dazu. Also es ist halt nicht nur das Tanzen, was dazu gehört, sondern halt auch gerade die Pyramiden. Das macht den Männern auch unheimlich viel Spaß. Aber es ist halt, der Sprung in den Sport ist ziemlich schwer. Es ist aber oft so, dass wenn man einmal da auch als Mann drin ist, dann kommt man da auch nicht wieder von weg. Wenn man einmal das Selbstbewusstsein sich genommen hat, um zu sagen, ja, ich mache Auftritte mit und es ist mir egal, was die anderen über mich denken, dann haben sie auch richtig Spaß dabei. Wie sieht das aus bei den Kleineren? Sind da Jungs dabei oder steigen die Jungs dann wirklich erst mit 15, 16, 17 ein, wenn das dann schon richtige Kraftpakete sind? Also meistens ist es 15, 16, 17. Ist natürlich auch so, wenn man mit 14 in die Schule geht und sagt, ich mache Cheerleading, ist, kann man sich vorstellen, wie als Junge in die Schule zu gehen und sagen, ich mache jetzt Ballett. Ne? Das ist halt alles immer ein bisschen schwierig. Und da ist halt der Unterschied auch von den Mädchen nicht so groß. Da sind meistens wirklich die Mädchen kräftiger. Und es gibt dann auch, klar, gerade die kleineren Gruppen, die ganz kleinen von 5 bis 11 Jahre, da sieht man auch oft kleine Jungs als Flyer oben, weil die halt einfach in der Entwicklung noch ein bisschen kleiner sind als die Mädels. Senior All Girls ab 16. Ich denke, ihr dürft es schon verraten. Wie alt sind denn dann die ältesten
Mädels da bei euch? Also du bist ja, Vanessa, wahrscheinlich eine der Jüngsten. Und nach oben sind da keine Grenzen gesetzt? Ja, also die Älteste ist, glaube ich, 35. Und ja, also... Macht Spaß. Ja. Auch mit den etwas Älteren. Ja. Jetzt bei diesen Meisterschaften. Du hast es eben auch schon erzählt. Es gibt Pyramiden, Stunts. Wie wird da genau gepunktet? Also nach, ja, was für Elemente müssen halt drin sein? Ja, also die Pyramiden auf jeden Fall, die sind relativ wichtig. Dann gibt es aber auch noch Stunts. Das sind dann nicht alle dran beteiligt, sondern immer nur fünf. Der Tanz wird bewertet, genauso wie Sprünge, die jede einzelne Person macht, Bodenturnen. Also es gibt viele. Ja, und das Anforderungsruf wird auch noch bewertet. Vanessa, was ist eure Stärke? Unsere Stärke? Was könnt ihr am besten? Also wo könnt ihr sagen, da kriegen wir Punkte? Ist das die Pyramide oder ist es... Beim Anfeuerungsruf auf jeden Fall. Tanz, Stunts, eigentlich überall. Wie sieht's aus mit dem Nachwuchs? Gibt's genug kleine Mädels, die da richtig Lust zu haben? Ja, auf jeden Fall. Also in der Jugend sind wir gerade wahnsinnig viele. Also es ist immer schön, wenn die da wirklich auch Spaß an dem Sport gefunden haben. Und also Nachwuchsprobleme haben wir überhaupt nicht. Gar nicht. Das läuft. Also macht ihr Castings? Gibt es Castings? Wir machen kein Casting so direkt, sondern man soll wirklich kommen, den Sport auszuprobieren. Es ist halt einfach so vielfältig, was gemacht wird. Das kann man an einem Tag gar nicht sehen, ob einem das überhaupt Spaß macht. Und es ist halt wichtig, einfach mal den Sport auszuprobieren. Also jeder, der Lust hat, soll ihn ausprobieren, zwei, drei Mal kommen und dann schauen, ob der Sport sie ergriffen hat oder nicht. Vanessa, was ist das Faszinierende am Cheerleading? Was ist das Besondere? Warum machst du das? Ja, weil wir immer zusammenhalten. Wir sind ein Team und es macht total viel Spaß, mit dem Team zusammenzuhalten, sich zu freuen auf Meisterschaften, auch mal Niederlagen erleben. Also das ist halt das Faszinierende, was ich finde am Cheerleading. Wie ist es bei dir? Du machst es ja nun schon, also seit 13 Jahren. Also mich hat es auch schon immer fasziniert, dass man einfach so viel macht. Also man macht nicht nur, hört sich jetzt blöd an, man schießt nicht immer nur mit dem Ball ins Tor, sondern man macht halt einfach so viele Sachen. Man turnt, man baut die Pyramiden, man tanzt, also man hat so viel Abwechslung. Und das ist wirklich das Faszinierende, was ich finde. Und halt auch, wie Vanessa auch schon gesagt hat, der Teamzusammenhalt, der muss immer da sein. Bei Pyramiden fällt halt keiner runter, wenn er den unten nicht vertraut. Also es ist ein ganz anderes Teamgefühl als in manchen anderen Teamsportarten. Gibt es eigentlich auch Punkte für das Optische? Also ist es irgendwie, je kürzer das Höschen ist, desto mehr Punkte gibt es oder je doller geschminkt ist oder das spielt überhaupt gar keine Rolle, das ist jedem selbst überlassen? Nein, es muss gleichmäßig aussehen, also das sollte man erreichen, auch mit dem Schminken. Je kürzer, nein, das habe ich, ich glaube, es ist manchmal eher gewesen, oh, das war jetzt aber ein bisschen sehr kurz, aber dafür gibt es vielleicht einen kleinen Notiz auf dem Bewertungsbogen, aber ja. Wer wird deutscher Meister, Vanessa? Die Braunschweiger, denke ich. Was glaubst du? Also ich glaube, es wird knapp zwischen Braunschweig und Berlin, aber ich glaube, dass Braunschweig auch ein bisschen höher ist. Und ihr landet in den Top 10. Ja. Viel Erfolg für Samstag. Ja, ihr werdet das schon machen. Wir werden natürlich auch darüber am Montag dann berichten, wie sich die Mädels oder das ganze Team geschlagen hat. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend und ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut. Bis Montagabend um 7:45 Uhr beim Sport auf FRN Television.